Danke. Willkommen zu unserem nächsten Talk hier am Freitag beim DevOps, Bridging Bubbles. Es geht um ICC-Profile, Farbprofile, eine der großen Mysterien von Computern, direkt neben Druckern, etwas, was nur sehr wenige verstehen. Also bin ich sehr froh, jetzt hier Amy einladen zu dürfen. Sie ist aus Argentinien und das ist ihr erster DevOps-Talk. Sie hat schon einige gemacht, aber noch nie beim DevOps. Und sie ist Teil des Krita-Entwicklungsteams, für die, die euch von euch Krita vielleicht schon kennen. Das ist eine ist sehr interessant, das jetzt mal von jemandem zu hören, der Farbmanagement wirklich versteht. Und ich bin sehr gespannt, darüber mehr zu lernen. Also wie immer, stellt gerne Fragen. Wir sammeln die in dem Pad. Und das nach dem Talk werden wir also durch diese Fragen gehen. Ich schätze mal, es wird einige geben. Ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich auch einige haben. Und wie immer, lass uns loslegen. Und ich bin hier und wir sprechen nachher über die Fragen. Also, Amy, ich übergebe an dich. Hab viel Spaß und bring uns was bei über Farbmanagement. So, hi, ihr kennt mich, mein Name ist Amy Park. Das Thema von diesem Talk ist etwas, was ich bei meiner Arbeit sehr wichtig finde, über die letzte Grenze in ICC-Farbprofilen. So, ich bin ein Vollzeit-Entwickler für das Krita von KDE. Ich habe einen Hintergrund in Farbräumen und in der Programmierung von solchen Systemen. Ich arbeite an vielen Open-Source-Projekten, bei verschiedenen Projekten. Ihr findet mich auf meiner Webseite, die ist amyspark.mi. So, ihr wisst, dass ich mit hauptsächlich an Krita arbeite, was ein Bildbearbeitung ist in der KDE-Suite. Es ist eine Software für Bildbearbeitungsprofis und wir wollen auch so viele Hintergründe und Systeme unterstützen. Wir unterstützen Linux, Windows, macOS und wir arbeiten auch an Android-Unterstützung. Um das zu machen, brauchen wir eine sehr große Testsuite, um möglichst viele Fehler aufzufangen, um später Leuten Tränen zu sparen. Unser Hauptbranch hat im Moment über 4500 C++-Einheiten, was insgesamt fast 1 Million Zeilen Code sind. Und die Komplexität steigt die ganze Zeit sehr schnell zwischen verschiedenen Compilern und Bibliotheksversionen und Betriebssystemen und CPU-Architekturen und solchen Sachen. Aber so, warum ist das jetzt wichtig? Das ist, weil bis vor kurzem hat unsere Testsuite immer nur einen Farbraum getestet. Und das ist der YCBCR, das Profil. Wir konnten keine anderen machen, weil es kaum andere frei verfügbare ICC-Profile gibt. Es gibt nur zwei von 1996 von Sun Systems, die auch gecopyrighted sind. So, und jetzt habt ihr wahrscheinlich eine Menge Fragen, wie zum Beispiel, was ist überhaupt YCBCR? Und was ist überhaupt ein Farbraum? Was ist ein ICC-Profil? Was ist irgendeiner von diesen verwirrenden Begriffen hier? Und das ist, was ich in diesem Talk beantworten möchte. Also, ich habe das jetzt Ganze hier in ein paar Abschnitte aufgeteilt. Erstmal geht es um Farbmanagement. Dann gibt es eine Einführung in den YCBCR-Farbraum. Und im dritten Teil zeige ich dann, wie man einen eigenen Farbraum erstellen kann. Und zuletzt noch ein paar abschließende Worte. Für den ersten Teil, das Farbmanagement, gibt es hier eine sehr formale Definition. In dem Farbmanagement reden Sie von Hardware, Software und Prozessen, um Farbe in verschiedenen
meist digitalen Systemen zu bearbeiten, zu verwalten. Also, warum brauchen wir das? Zweitens, wie wird das verwaltet? Und drittens, wie werden diese Farben definiert? So, für die erste Frage, warum brauchen wir Farbmanagement? Da ist das Ding, dass es meistens um geräteunabhängige Übersetzung von Farben geht. Also, wie kann ich sicherstellen, dass die Farbe, die ich auf meinem Bildschirm habe, auf deinem Bildschirm auch so aussieht oder auf dem Papier? Das ist wichtig, weil jedes Gerät hat andere Bildschirme oder andere, alles, was da involviert ist. Und deswegen ist diese Verwaltung wichtig, um die verschiedenen Geräte zu repräsentieren. Und sowohl bei Eingabegeräten als auch bei Ausgabegeräten. Eingabegeräte wie Kameras und Ausgabegeräte wie Bildschirme. Die zweite Frage ist, wie wird das verwaltet? Da müssen wir jetzt die drei Cs beantworten. Das eine ist Kalibrierung. Also, wie kann man ein Gerät so einrichten, dass es einen reproduzierbaren Zustand hat? Zweitens, die Charakterisierung. Da geht es um die Messung davon, wie ein Gerät auf Farbeingaben antwortet und das dann zu beschreiben auf eine geräteunabhängige Art und das in einem Geräteprofil quasi abzulegen. Und zuletzt die Umwandlung, der wichtigste Schritt. Also das ist das Wichtigste für uns. Da geht es darum, quasi ein Bild von einem Quellprofil zu umwandeln, sodass es auf das Zielprofil passt. So, nächste Frage. Wie werden Farben definiert? Die werden definiert als Koordinaten in einem Farbraum. Geometrisch gesehen ist ein Farbraum ein n-dimensionales Modell. Das heißt, verschiedene Farben können übersetzt werden in Vektorkoordinaten. Und wenn man schon mal ein bisschen mit der Webentwicklung gearbeitet hat, kennt man ein paar Farbräume schon ganz gut. Der eine davon ist zum Beispiel RGB, Rot, Grün, Blau. Der zweite ist HSV, Farbe, Sättigung und Wert. Und HSL, das ist Farbe, Sättigung und Helligkeit. Mathematisch gesehen ist ein Farbraum definiert als ein Koordinatensystem, in dem wir einen Unterraum definieren. Und jede unterstützte Farbe wird quasi in einen bestimmten Punkt in diesem Unterraum übersetzt. Es ist quasi der Satz der unterstützten Farben ist das Gamut, der Spann dieses Unterraums. Um einen Farbraum aufzubauen, brauchen wir jetzt ein paar Dinge. Erstens brauchen wir drei unterschiedliche unabhängige Elemente, zum Beispiel ein Rot, ein Grün, ein Blau. Und zweitens brauchen wir einen Weißpunkt. Das ist quasi Helligkeit, die Farbe des Lichts quasi, was benutzt wurde, um die Farben zu messen. Und das Ganze übersetzt sich dann in so ein Farbdiagramm. Und das sieht man hier auf der rechten Seite. Und das ist dieses YBCDCR. RCD. Und jetzt gibt es hier verschiedene Möglichkeiten und da gibt es eins, was definiert ist und das nennt sich Open Loop Management, die Open Loop Verwaltung. In Open Loop Farbverwaltung werden die Berechnungen in einem bestimmten Raum gemacht, der nennt sich der Profilverbindungsraum, PCS. Und das ist quasi ein Zwischenraum, der geräteunabhängig ist. Und das heißt, jede Transformation zu einem Gerät ist quasi insgesamt eine Umwandlung von und zu dem PCS. Das heißt, damit wir jetzt nicht eine Übersetzung von jedem einzelnen Gerät zum anderen machen müssen, wie zum Beispiel von Kamera zu Drucker und was weiß ich, wir können das Ganze umwandeln zu einer einzigen Umwandlung zu dem PCS-Raum und dann von dem PCS-Raum wieder zum nächsten Gerät.
Knowledge Management Architecture, according to the ICC, has four key components. Jetzt kommen wir zu vier Schlüsselkomponenten. Zunächst haben wir diesen Profile Connection Space, den haben wir schon gesehen. Das zweite ist das Farbmanagement-Modul, eine Software-Library, die die Umwandlungen durchführt. Das kommt meistens als Teil des Betriebssystems, aber es gibt auch von anderen Anbietern was. Dann brauchen wir ein Geräteprofil, das all die Daten enthält, um umzuwandeln zwischen dem PCS und dem Farbraum des Geräts. Und wir werden versuchen, einen solches zu machen. Und dann brauchen wir die Rendering Intents. Das ist also die Frage, was man macht mit Farben, die nicht im Gamut drin sind, die also nicht dargestellt werden können. Und dann muss das Farbmanagement-Modul das auch vorhersagbar durchführen können. Okay. Wie verarbeiten wir Farbwerte? Das ECC-Profil ist die aktuelle Spezifikation. Gibt also Matrix und TRC als eine Möglichkeit und dann gibt es noch Tabellen zum Nachschlagen. Matrix TRC, das ist eine 3x3 Matrix und eine Tone Reproduction Curve, also TRC. Diese Spezifikation kann nur von RGB zu Grauwerten konvertieren und dies wird nicht direkt gespeichert. Es gibt eine Farbreduktionsprobe für TRC für jeden Kanal und die Koordinaten der drei Grundwerte ergeben dann eine 3x3 Matrix. Dies ist hier der Informationsfluss von Gerätsfarbraum zum Profile Connection Space für die Umwandlung. Man fängt also mit dem Geräteraum an. Dann werden die Tonreproduktionskurven angewendet, um diese Matrix zu erreichen. Und mit dieser Matrix kommt man dann weiter zum Profile Connection Space, zu einem dreidimensionalen Vektor. Und um dies umgekehrt zu machen, muss man einfach die Umwandlung in der umgekehrten Richtung ausführen. Man fängt an mit dem Profile Connection Space. Nun wendet man die inverse Matrix an, die inversen Tonreproduktionskurven und kommt dann zum Geräteraum. Das Wichtigste ist, dass all dies automatisch durchgeführt werden muss vom Farbmanagement-Modul. Und der zweite Mechanismus, wie gesagt, haben Sie Nachschlagetabellen. Da geht es um N-Kanal-Farbräume wie CMYK oder für komplexere Farbumwandlungen, für die einfach die einfache Metrik der Tonreproduktionskurve nicht ausreicht. Zunächst wird die Transformationsrichtung explizit in verschiedenen Tags gespeichert. Und es gibt zwei wichtige Wege, in denen diese Umwandlung durchgeführt werden kann. Das erste, die Standardversion, ist, dass man 8 oder 16-Bit vorzeichenlose Ganzzahlen verwenden kann. Dann geht es A nach B0 zum Profile Connection Space und B nach A0 vom Profile Connection Space. Das sind also Tags, die verwendet werden. Und die Alternative kann aber auch sein, dass man mit Gleitkommazahlen arbeiten kann. Und dann ist die Rede von D nach B0 vom Gerät zum PCS und B nach D0 vom Profile Connection Space. Und man sollte bemerken, dass dies also Vorrang bekommt, wenn das unterstützt wird. Die Ganzzahlversion A zu B0 und B zu 0 sind Strukturen für die Transformation von Farben. Bis zu 5 Elemente und 4 mögliche Arten, die zu benutzen, werden unterstützt. Zum Beispiel vom Gerät zum Profile Connection Space können wir B benutzen, das sind Ton TRCs, dann kann man das verbinden mit einer Matrix. Dann gibt es noch A, Farbnachschlagetabelle und dann B. Und es gibt den Modus, der schwierigste oder komplexeste,
Und auch wenn der Speicherplatz das Schwierigste, das Größte, A, dann Farbnachschlagtabelle, dann M wie Matrix und dann B. Für die Konvertierung vom Prefabrication Space zum Gerät wird die umgekehrte Richtung angewendet. Und hier sollte man bemerken, dass die Matrix eine vierte Spalte hat, eine Offset-Spalte. So sieht es dann aus, wenn man die Transformation mit Color Lookup Tables, also Farbnachschlagtabellen, durchführt. Wir fangen an mit dem Gerätefarbraum. Dann haben wir hier diese A-Kurven, eine Kurve für jeden Kanal, die Nachschlagetabelle, dann die M-Matrix, dann wird die Matrix angewendet, dann wird B angewendet und dann endet man im PCS, im Profile Connection Space. In der umgekehrten Richtung wird alles umgekehrt. Alle Kurven, die jetzt angewendet werden, sind die Inversen des vorigen, die Matrix, die M-Kurven, die Nachschlagetabelle und die A-Kurven. Die Alternative, die D nach B0 und B nach dem 0, das sind also Gleitkommatransformationen. Und da kann jetzt jede Komponente, die Matrix, die Transformationskurven, die können also so oft wie gewollt und in jeder Reihenfolge angewendet werden. Und Farbnachschlagetabellen auch noch. Also es gibt allerdings das Problem, dass Apples Color Sync Viewer das nicht unterstützt. Die parametrischen Kurven, die hier unterstützt werden, die Typen sind sehr viel weniger. Und warum das wichtig ist, sehen wir dann im letzten Abschnitt. Und der letzte Teil eines solchen Profils ist die Illumination. Denn die Quellen hier werden Illuminanten oder Weißpunkte genannt. Und das ICC verwendet vor allem den D50-Weißpunkt. Das ist also das Licht kurz vor Dämmerung oder kurz nach Abenddämmerung. Und viele Farbräume benutzen andere Weißpunkte. Und in diesem Fall müssen wir angeben, was eine chromatische Adaptionsmatrix ist. Sie gleicht die Farben an von dem verwendeten Weißpunkt an zu dem unter D50. Die sind sehr leicht online suchbar und gibt in der Literatur viel Forschung. Man fängt an mit dem Wert im Profile Connection Space unter den Gerätebedingungen. Dann haben wir eine Adaptionsmatrix und bekommen dann den angepassten Wert für den ICC D50 Weißpunkt. Okay. Und dann gibt es eben, was ist dieser YCBCR-Farbraum? Das ist das, was wir einen geräteunabhängigen Farbraum nennen und ein Encoding in diesem Farbraum. Es ist geräteunabhängig, weil die Spezifikation festgelegt ist und nicht von einem bestimmten Gerät abhängt. Es ist ein Farbraum, weil es eine mathematische Transformation des RGB-Raums ist und es ist ein Encoding, weil es angibt, wie hier digital repräsentiert werden soll, also 8 oder 10 Bit Ganzzahl oder Gleitkommazahl und auch den Bereich des Encodings für alle diese Optionen. Und warum ist YBCR so ein komplexer Farbraum? Warum existiert er? Es geht um Farbsignale für Fernsehen. Nach TUMS 2016 muss hier abgedeckt werden. Erstens die Farbbalance, die eingehalten werden muss. Es gibt da Unterschiede zwischen Kameras. Es gibt auch ein Drifting. Und wenn das passiert, ist das ein Problem. Außerdem soll eine Kompatibilität mit monochromen, also Graustufensystemen erhalten werden. Und deswegen wird die Farbe aufgeteilt in Luminanz- und Chromatizität-Komponenten. Und auch wichtig, wir müssen dies auch effizient halten, soweit möglich. Also für einen einzelnen 1080p-Frame
brauchen wir etwa 160 Megabyte, wenn es 8-Bit RGB unkomprimiert sein soll. Also für jeden einzelnen Frame. Dies ist unmöglich heutzutage und das war vor allem auch vor 20 Jahren unmöglich. Was also macht YCBCR? Es transformiert das RGB-Pixel in drei Signalwerte, die YCB und CR genannt werden. Das erste, Y, ist das Luminanzsignal, was wir hier sehen als den Grauwert. Intuitiv sind unsere Augen für die grüne Komponente am empfindlichsten. Und deswegen ist also ein großer Teil des Grünwertes hier relevant. Und natürlich gibt es einen anderen kleineren Beitrag von R und B. CB und CR zusammen sind das Chrominanzsignal. Das sind zwei gegensätzliche Farbunterschiedssignale, denn sie kommen von CB, von Blue minus Luma, und CR ist Rot minus Luma. Dies wird festgelegt von der International Telecommunications Union, festgelegt in zwei Empfehlungen. Dies wurde zuletzt 2011 aktualisiert und es geht um Standarddefinitionsübertragung, also kleiner als 480p. Und das Ziel hier ist Kompatibilität mit alten Receivern und es soll der D65-Weißpunkt hier anvisiert werden. Dies ist die Matrix mit einer separierten Version, in die Komponenten Y, CB und CA, CR separiert. Die zweite Alternative, die zuletzt 2015 aktualisiert wurde, ist die BT709. Da gibt es aktualisierte Versionen über High-Definition-Übertragung und hier wird also die Kompatibilität mit Altgeräten fallen gelassen und stattdessen geht es um mehr um Genauigkeit. Auch hier wird der D65-Weißpunkt angesteuert und dies sind die Definitionen. Und für den Bereich von YCBCR haben wir analoge Schaltkreise, um die es geht. Der Bereich für 8-Bit-Integers sind 16 bis 235 für Y und für CB und CR geht es von 16 bis 240. Und der Extraraum ist dafür da, damit also das übertragene Signal auch Ausreißer haben kann. Beide Matrizen, die hier verwendet werden, sind auch im EDC-Standard erwarten Gleitkommazahlen als Daten. Also erste Frage, was ist der Bereich? Und dies wird nur in BT601 erklärt, in einem sehr speziellen Abschnitt des Standards. Und das heißt, dass der Y-Wert von Y geht von 0 bis 1 und CB und CR von minus 1,5 bis plus 1,5. Für die Gamma-Korrektur verwendet YCBCR ein gamma-korrigiertes Signal. Diese Gamma-Korrektur heißt optoelektronische Transferfunktion. Und da geht es um die Nichtlinearität der Sensoren der Anzeigegeräte. Und Sie sehen hier die Gleichungen. Es gibt sehr wenig Informationen, wie stark YCBC eigentlich benutzt wird. Deswegen schauen wir Alternativen an. Es gibt die Oldschool-Kathodenröhren für Fernsehgeräte, die haben ein Potenzgesetz, dem sie folgen. Das ist die Beziehung zwischen dem Licht und der Spannung. Und der Exponent Gamma hängt vom Gerät ab. Die offizielle Empfehlung ist in ETU RBT1886 definiert und der Standardwert für Gamma ist 2,4. So, also, wie man jetzt hier eigene Profile machen kann, macht man das? Ja, durchaus. Ein minimales sRGB-Profil ist häufig ganz interessant zu kriegen.
Übersetzernotiz, der Stream hat gerade abgebrochen auf unserer Seite. Es gibt wohl technische Schwierigkeiten. Okay, so we need to wait for a material. Okay. Es muss jetzt gewartet werden, dass der Speaker einmal sein Interface neu lädt. Wir warten jetzt ein paar Sekunden hier, dass der wiederkommt und lassen ihn mal kurz wissen, dass er die Verbindung verloren hat. Wir können die Folien immer noch sehen. Ich kann natürlich versuchen, das hier zu übernehmen und erklären, was ich sehe, aber ich glaube nicht, dass ich dazu fähig bin. Okay, gut. Ich erwähne nochmal, dass wenn ihr Fragen habt, ihr das Pad benutzen könnt. Da sind schon zwei Fragen drin. Und genau, vor allem aus der User-Perspektive. Warten wir mal kurz, bis er gleich wieder ist. Anscheinend ist er gleich wieder da. Ja. Okay. Gut, das ist was, was jedem von uns schon mal passiert ist. Dann hoffen wir mal, dass es jetzt für die restliche Zeit noch reicht. Sieht so aus, als wäre er wieder da. Ah, wunderbar, er kann uns hören. Dann gebe ich wieder zurück. Los geht's. Okay, wo waren wir? Es ist passiert durchaus, dass man eigene Farbprofile entwirft. Zum Beispiel Facebook hat eins erstellt. Und Stone hat auch viel Wissenschaft zu wohlverhaltenen Profilen. Was ist mit YCBCR? Es ist relativ einfach, ein Profil aus den Primärfarben und einem Weißpunkt zu machen, aber YCBCR ist ein bisschen komplexer. Die Übersetzung wird in zwei Schritten gemacht. Man muss die Matrix applizieren und die Gamma-Kurven, um ein lineares RGB zu kriegen, und dann können wir die Primärfarben und den Rest applizieren, um den PCS zu kommen. Es ist wirklich machbar und nötig, dass man das für die eigene Nutzung macht, und die Antwort ist ja. Wir machen jetzt mal ein Profil, das YCBCR zu PCS übersetzt. Da gäbe es jetzt halt so eine Übersetzung, wo wir zu einer Zwischenmatrix übersetzen, dann die Korrektionskurven applizieren und das Ganze dann mit der Matrix in PCS überwandeln. Und dann müssen wir es halt, weil wir hier mit dem anderen Standard arbeiten, müssen wir noch die chromatische Adaptionsmatrix benutzen. Also haben wir eine Transformation von A nach B0 und B nach A0. So, jetzt müssen wir erstmal die Wertebereiche anpassen. Also zum Beispiel diese 0 bis 1 und minus 1,5 bis plus 1,5. Wir müssen den YCBCR auf die Matrix übersetzen, die Zwischenmatrix. Dazu muss die Matrix aus der Spezifikation invertiert werden. Dann müssen die CRCs angewandt werden, und zuletzt muss die Übersetzungsmatrix in den PCRs angewandt werden. Für den A nach B0 Fall sehen wir hier, es ist relativ einfach, weil es automatisch hier unterstützt wird. Aber für den D nach B0 ist es nicht der Fall. Aber D nach P0. Okay, allerdings können wir die letzte Übersetzung nicht einfach so machen. Das ist wahrscheinlich was die ICC übersehen hat. Aber das heißt, dass wir eine gesampelte Kurve, eine stückweise Kurve benutzen müssen. Und wir müssen außerdem das Offset, die Verschiebung, danach noch anwenden. Also, für die A nach B0 Konversion invertieren wir erstmal die Matrix aus der Spezifikation. Dann machen wir die YCBCR nach RGB Intermediate Lookup Table. Dann brauchen wir die TRC, die das Ganze in das M-Elemente machen. Und dann kann das alles in den PCS, Matrix-Element in den PCS gewandelt werden. Für die D nach B0-Version
müssen alle Schritte als Einzelschritte gemacht werden. Das heißt, wir müssen jetzt also einzelne Abschnitte von der Kurve nehmen. Aber dazu benutzen wir meistens nur ungefähr so 10%, können es entsprechend ein bisschen Speicher sparen. Da werden dann Dinge etwas einfacher. Wir können die PCS nach RGB-Konversionen anwenden. Wir invertieren das Ganze und benutzen dann die TRCs. Und dann wenden wir einfach die Matrix an, die wir direkt aus der Spezifikation übernehmen können. Und zuletzt machen wir noch die Bereiche, die Wertebereiche passen wir wieder an. Und da können wir das wieder zusammen mit dem gleichen wie der Schritt 3 in A nach B0 machen. Aber in D nach B0 passt das direkt gleich in die Matrix. So, dieser letzte Schritt, die chromatische Adaption, ist zum Glück relativ einfach. D65 bis D50 sind da sehr bekannt und das können wir dann direkt in sRGB sehen. Alternativ kann man das auch noch über die CMMs machen. So, kommen wir zu den Schlüssen. Part-Management ist ein komplexes Biest, ein wirklich sehr, sehr komplexes Biest. Was haben wir behandelt? Wir haben die Anfänge von Part-Management besprochen und wie der YCBCR-Fachraum speziell ist. Wir haben nicht wirklich über Implementierungen gesprochen, weil das wäre, glaube ich, noch eine komplette weitere Stunde an Talks. Und ich habe den kompletten Code hier auf GitHub gestellt, wenn ihr euch den angucken wollt. Der ist auf emispark/ycbcr-icc-profile. So. Das ist jetzt alles schon in den Nightlies von Krita verfügbar. Das ist also nicht empfohlen, dass man das in produktiver Nutzung verwendet, aber ihr könnt es auf jeden Fall schon runterladen. So, danke fürs Zugucken und ich bin jetzt offen für Fragen. Okay, danke Emmy für den Talk. Ja, es sieht auf jeden Fall sehr komplex aus und definitiv noch komplexer, als ich erst erwartet habe. Ich habe hier zwei Fragen, die ich mal stellen kann von dem Chat. Wie vergleicht sich Krita zu anderen Bildbearbeitungstools? Gibt es irgendwas besonders Gutes oder Schlechtes oder Durchschnittliches? Worauf sollte ich da achten als Nutzer? Also verglichen mit Photoshop zum Beispiel haben wir bei Krita natürlich keine Pantone-Farbsets, weil wir die Spezifikationen nicht haben. Aber wir haben ein Farb-Matching-Modul, mit dem man da manche Sachen merken kann. Und auch bei den Optimierungen fehlt uns noch was. Aus einem anderen Blickwinkel haben wir viele Farbräume abgedeckt, die andere zum Beispiel nicht absetzen. Vor allem in mehrdimensionalen, zum Beispiel aber auch YCBCR, was kaum jemand anderes unterstützt. So, und die nächste Frage, auch wieder aus einer Nutzerperspektive. Könnt ihr vielleicht gute Online-Ressourcen oder gute Schritt-für-Schritt-Guides für Nutzer empfehlen, die alle diese Schritte nochmal besser erklären, alle diese Schritte von Farbmanagement, jetzt nicht unbedingt in die Details von Spezifikationen, vielleicht irgendwas zu empfehlen? Es gibt ein sehr gutes Buch von O'Reilly, das ich vielleicht teilen kann nachher. Es gibt eine bestimmte Abschnitte in der Dokumentation von Krita bei docs.krita.org. So, ich glaube, das war's dann schon. Danke, Amy. Vielen Dank. Wir werden nachher noch in BigBlueButton sprechen gleich, wo wir noch ein bisschen mehr sprechen können. Dann kannst du vielleicht auch noch ein bisschen was zeigen. Das wäre natürlich super. Das ist aber erstmal alles für uns. Wir sind jetzt ein paar Minuten früher fertig, das ist super.
Können wir uns jetzt gleich noch ein bisschen ausruhen und das vielleicht noch ein bisschen verarbeiten, das ganze Komplexe. Ja, also vielen Dank nochmal. Und wir hoffen, dich vielleicht nächstes Jahr nochmal zu sehen. Für die nächsten paar Updates von Krita.